Wir düsen jetzt aber erstmal nach Afrika. Da findet nämlich jährlich der COSAFA Cup statt. Das ist ein Turnier mit den südlichen Nationen Afrikas. Und da traf jetzt Botswana auf Angola. Und da stand ein Mann ganz besonders im Fokus. Lange steht die Null auf beiden Seiten des Scoreboards bis zur 67. Minute. Botswana kommt über den rechten Flügel. Flanke, Kopfball und Elfmeter. Ich sag mal so, den Elfer muss man nicht geben, aber wir haben ja auch eine Wiederholung. Botswana-Keeper Foko Goizione, egal, der schreitet zum Elfmeterpunkt und versenkt mal sowas von unhaltbar. Zentimeter neben den Innenpfosten gesetzt und das wird an der Eckfahne gefeiert. Aber jetzt doch eher mal fix zurück und den eigenen Kasten sauber halten. Der Ausflug scheint aber Spuren hinterlassen zu haben. Eine Minute später der Freistoß im eigenen 16er. Eieiei, das sieht nicht gut aus. Da hat der Mann wohl zu viel in den Elfer und das Tänzchen investiert. Aber er beißt auf die Zähne und hält durch. 94. Minute und Foko hält den Ball und den Sieg fest. Botswana gewinnt mit 1:0 und feiert seinen Ehrenmann.